viel Munition hat er denn? Heibo! Schlapp! Wir müssen zu meinem Auto. Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf unten. No, me llevarán de nuevo. Munition ist da. Was mit dir? Ich komm hier nicht weg. Wir sterben wie die Fliegen. Der Wagen ist ganz in der Nähe. Er hat einen von unseren Jungs gekillt. Du erledigt. Geh in Deckung! Hab einen entdeckt, Junge! Schlachtet uns ab! Hilf mir mal jemand hier raus! Nein! Ich kann mich verdammt nochmal nicht. Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen! Dich schneidet man nicht runter. Wichse! Pedazos de mierda! Que todos se mueran en un incendio! ¡Coño!
Durchhalten, Mann! Wie auch immer, halt trotzdem die Augen auf. Du hättest mich hinlegen können. Mit deiner Kugel. Man kann doch trotzdem ans Bein bissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Ja. Fühlte sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Marcano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Onkel um. Lincoln, was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Sal Marcano. Also, ich ist kann das nicht, nein. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich, Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico, ja.
Er hat schon Leuten in so einer Lage geholfen. Aber es müsste sofort sein. Marcano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Ich danke Ihnen, Pater. Ich habe Alvarez aus der Stadt geschafft. Gut. Er meinte, du hast ihm das Leben gerettet. Ja, ich habe ihn nur von Marcanos Leuten weggeholt. Dem Herrn sei Dank. Ich will ihm mal was fragen. Weißt du eigentlich, wie Sal Marcano es geschafft hat, diese Stadt unter seine Knute zu bringen? Hat mit seinen Brüdern ein paar Typen gekillt und den Laden übernommen. Er hat seinen eigenen Vater verraten, Lincoln. Hat zugesehen, wie er verreckt ist. Und dann hat er alle umgelegt, die ihm im Weg waren. Reihenweise hat er Leute abgeschlachtet. Und jeder, den er irgendwie für gefährlich hielt, musste dran glauben. Woher wissen Sie das? Von anderen Priestern. Das Beichtgeheimnis ist nicht jedem heilig. Ich bin nicht blöd, Lincoln. Du bist ein Verbrecher. Sammy war ein Verbrecher. Da mache ich mir schon lange nichts mehr vor. Brauchst du nicht zu glauben. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob einer ein Krimineller ist oder ein Sal Marcano. Ich bin kein Sal Marcano. Das sagst du jetzt vielleicht. Aber was ist, wenn das hier vorbei ist? Wenn dir niemand mehr im Weg steht? Weiß ich noch nicht. Du bist ein guter Kerl, Lincoln. Ich weiß, das klingt komisch angesichts all dessen, was du auf dem Kerbholz hast, aber es ist so. Du hast das Zeug zum anständigen Menschen, ich habe es gesehen. Doch die Entscheidung, wohin dein Weg geht, liegt bei dir. Du hast die Wahl. Ob du dich von all dem blenden und verführen und verschlingen lassen willst. Ob du zu dem werden willst, was du eigentlich hast. Oder Infos. Tommy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez
hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Du bist wohl was Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, Elsie, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Ich hab mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert. Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause.
Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Wir vernehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Hornochse. Rein mit dir. Ach ja. Die Umkleidekabine ist da hinten. Wie geht's? Haltet euch zurück! Der Typ braucht einen Arzt. Schmeißt den Nicker irgendwo hin und lasst der Natur freien. Ihr könnt jetzt gehen. Wie geht's, Neville? Wie läuft's denn, Arzi? Gut. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, RC? Einen neuen. Der neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich verstehen. Was denn? Steht die Nigger eigentlich alle drauf, euch die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Hier durch. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs! Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bonnet ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jackknife Johnson! Lauter! Lauter! Mach dir die Zähne ein! Toter Bruder! Hier drüben! Scheiße! Wieso ist hier drüben? Komm! Ich will Blut sehen! Wir haben unseren Sieger! In der rechten Ecke, Jackknife Johnson!
Leiter kommt aus Bad Pinnitz. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Growler. Boom Boom war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Lasst hören, Leute, lasst hören! Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Bayou, der Rüpel von River Row, euer Champion, Totengräber Bob. Weiß, warum man ihn den Totengräber nennt. Wenn Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Mr. Jackknife Johnson! Fickt euch, ihr alle! Vorsicht, du blöde Sau! In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Bubu... Ihr Neger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Was dir meinen Respekt bin. Hab ich. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich es dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Und du? Du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Schade, als wolltest du sterben. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher kriechen. Aber während deine Beine meinen, wird dich eine Erkenntnis, ja, einen Faustschlag treffen, sodass du noch spürst.